Hallo, ich dachte mir zum Jahresende, also Silvester haben wir heute ja, ne, dachte ich mir, mach für einen kleinen Jahresrückblick. Also auf dieses Jahr, was ist überhaupt von dieses Jahr? Ich weiß nicht mal, auf alle Fälle, glaube ich, habe ich ihn vor dieses türkise Auto da nicht gesehen, denke ich mal. Auf alle Fälle erinnert er mich irgendwie an den Porsche. Bei Lego gibt es ja aktuell diesen Creator Expert Porsche, den weißen. Ich rede aber von den weißen Porsche von Lego. Aus Systemstein gebaut. Auch mit ein bisschen Technik drin, aber. Also von Creator 3 in 1, nicht Expert. Bevor wir dazu kommen, ich habe alles vorbereitet. Bevor wir den erstmal vergleichen, erstmal noch kurz wegen gestern. Ich habe gestern was gesagt von, also ich verlinke es euch in die Videobeschreibung, was ich gestern gesagt habe. Ich werde das Ganze noch ein bisschen ausführlicher, also ein bisschen mehr ausführen. Wie heißt denn das auf Deutsch? Keine Ahnung mehr, auf alle Fälle. Habe ich euch ja gesagt gestern. Im Video, dass ja, meine Mitbewohner dem Probleme machen wegen Lärm und so weiter, die man rumtrampeln zu können. Und als ich denen gesagt habe, also als sie mich darauf angesprochen haben, habe ich denen auch gesagt, warum ich zurücktrampel, weil die damit angefangen haben. Und habe ich denen auch so gesagt, also das auch so gesehen, als passen müsste. Ein bisschen Müll, ja, egal, was soll's. Schmeiß ich gleich weg. Und dann haben die halt eben die ganze Zeit gemeint, ja, über mir wohnt keiner. Und irgendwann haben die dann auf einmal gesagt, ja, doch, über mir wohnt eben doch einer. Also nicht, dass eben schon einer wohnt, sondern die haben es so verpackt, als der ist das Normalste. Obwohl die davor noch das Gegenteil davon gesagt haben. Und jetzt haben wir halt eben, und jetzt im Laufe des Gesprächs, dann, das war so am Mittwoch, 31. oder der letzte Tag im November oder so war das, oder letzte Tag im Oktober, ich weiß nicht mehr, auf alle Fälle Mittwoch war das. Und es war so 17:15 und abends, also 18:15 Uhr, ich habe auf die Uhr geschaut und da war es halt eben so, dass dann im Laufe des Gesprächs haben wir halt eben, sind die mir gekommen mit, brauchst du psychische Hilfe? Also, das heißt, sie wollen mich jetzt wegsperren, nur weil ich ihr Leben zurückgetrampelt habe und es denen so erklärt habe, damit die wissen, warum ich das gemacht habe. Und nur weil ich ihr Leben sage, entweder gleiches Recht für alle oder es gibt kein Recht, aber dass ich jetzt leise sein soll und die dürfen lernen, wie die wollen. Nur weil die zu mehr sind und auch irgendwelche komischen Liebespartner und so ekelhafte Scheiße haben und ich halt eben allein bin und auch mal hin und wieder ein bisschen Lärm mache, meinen die auf mich rumhacken zu können und mich irgendwie sonst wie zurichten zu müssen. Und aus diesem Grund wollen die halt eben, weil ihr schon sowieso irgend so einen Hass auf mich haben, nur weil die selber so ekelhaft sind, also die Küche nicht sauber machen, die Herdplatten dreckig gelassen. Und als ich die darauf angesprochen habe, es war aber davor, da habe ich zu denen gesagt, ja, das kann man trotzdem sauber machen. Ich mache das auch immer sauber. Und das war aber, als ich die mal zufällig getroffen habe, ich renne nicht extra hinterher. Und dann habe ich einfach mal angesprochen und die meinen so, das war ich nicht und so weiter. Ja, davor war auch noch was mit dieser Pfanne da. Die haben's, da hat irgend so ein Arschloch, der ist genau da in diese Richtung hinter euch und der hat halt eben gemeint, seine Pfanne mit Wasser voll machen zu müssen und das Ganze dann auf die Fensterbank. Das Fenster war zu und er hat es auf die Fensterbank draufgestellt. Er hat das Fenster nicht mehr gekippt. Ich wollte das Fenster eigentlich aufmachen, weil ich gerade kochen wollte. Und ich habe die Pfanne gesehen, aber ich habe nicht gesehen, dass da Wasser drin war. Wasser hat nicht gespiegelt.
weil ich dachte, fürs Fenster aufmachen brauche ich kein Licht. Und ich wollte es danach machen und dann habe ich es halt eben wieder aufgesaugt und das hat mein Mitbewohner einfach nicht gereicht. Da haben wir halt eben gemeint, irgendwie, Probleme machen zu müssen. Und ich bin dann so hin und habe denen klar gemacht, dass ich die Sauerei weggemacht habe. Also ich habe das Nass halt eben weggemacht. Und die können auch ein bisschen was mit dazu tun, wenn die schon ihren Müll da stehen lassen und ihre Sachen nicht wegräumen und es über Nacht stehen lassen. Die so, das war ich nicht. Ich habe so gesagt, es ist mir egal, wer es war. Ich habe nicht gef danach gefragt, wer es war, weil darum geht es auch nicht. Ich habe nur gesagt, das und so weiter. Und das mit den Trampins kam dann als drittes, als letztes jetzt quasi. Und da wollten die mich schon, weil die einfach nicht einsehen, ihren Dreck wegzumachen und ihre Sachen wegzuräumen und von ihrem Müll in die Küche wegzuräumen. Das musste meine Oma machen, das habe ich dir noch gesagt. Da haben die gemeint, mir mit die Psychiatrie drohen zu müssen. Also mit brauchst du psychische Hilfe. Das ist bestimmt eine Androhung auf Psychiatrie, halt eben irgendwie komisch verpackt. Also ich durchschaue alles. Ich bin nicht blöd. Wenn ihr blöd seid, seid ihr selber schuld. Aber ich bin nicht blöd. Ich habe schon einiges gelernt. Und darum, ja, habe ich halt eben ein bisschen Probleme gerade. Und wer weiß, wann diese Arschlöcher mich einfach mal so einliefern. Die können eigentlich selber eingeliefert, wenn die meinen, ihren Dreck liegen lassen zu müssen und dann mir einen Zettel schreiben zu müssen, mir eine Tür durchschieben zu müssen, räumen das weg, es geht gar nicht. Und ich habe ja schon die Hälfte davon getan. Es hat ihnen einfach nicht ausgereicht. Die können einfach nicht genug bekommen. Erstmal Ärger beiseite. Ich zeige euch jetzt mal, warum. Ich meine, der sieht aus wie der Porsche von 2000, weiß ich nicht, 6, 7, 8, 9, 10 oder so. Schätze ich jetzt mal grob. Ich habe keine Ahnung davon. Auf alle Fälle, A-Modell. Ach so, wegen, ich habe ja gesagt, der Buggy, ne? Das ist der. Ich habe ja. Moment, jetzt. Er kommt gleich dazu. Also, bei diesem Buggy, ne? Da habe ich ja gesagt, bei diesem Construction Challenge Monster Truck, so heißt das Set, weil es das A-Modell ist, obwohl es nicht mal die meisten Teile verbaut hat. Der ist, keine Ahnung, CD-Modell, E-Modell, F-Modell, wie auch immer. Der Racer, dieser Offroad Racer, der hat die meisten Teile verbaut. Aber der Monster Truck hat nicht die meisten Teile verbaut. Überhaupt nicht. Aber egal. Bei diesem Monster Truck Set, da habe ich euch ja mal ein Buggy gezeigt. Den verlinke ich euch als zweites in die Videobeschreibung. Könnt ihr mal damit vergleichen, weil der hat ja auch keine Federung. Der hat nur so Griffe der Auspuffe nach hinten und das ist auch alles. Der ist ein bisschen hochgebockt, ja und? Ist doch egal. Ist halt eben nun mal so. Aber gefedert ist er überhaupt nicht. Also war der Monster Truck von Construction Challenge davon das eine digitale Modell, wovon der andere Buggy, der glaube ich eine Federung hatte, der aber von die Seite weggenommen wurde, warum auch immer, hat da dem seitdem, also das ist nicht das einzigste Set, also nicht der einzigste Buggy, der keine Federung hat, sondern ich weiß aber auch nicht mehr, habe ich den Buggy von Construction Challenge, also von diesem Monster Truck Set, zuerst gebaut ohne Federung, also mit Lenkung dafür. So wie zum Beispiel, jetzt kommen wir dazu, zu denen da. Der hat eine Lenkung, die ist aber auch gefedert. Die Lenkung ist gefedert, ihr habt schon richtig gehört. Das sind so Achsen, die werden über Schwerkraft ein bisschen rausgebogen, ganz leicht durch das weiche Material, weil es ja Plastik, ne? Und so funktioniert die Lenkung. Und ich wollte eigentlich schon ein frühes Video aufnehmen, aber ich habe es nicht geschafft, aber ich habe mich trotzdem rangehalten. Vor allem, was
was so ein bisschen die Challenge daran ist, den gibt es auch in groß, ne, und ferngesteuert aus Technikteilen. Und der erinnert mich irgendwie an den weißen Porsche, weil das B-Modell davon, oder ist ein, nein, das ist ein C-Modell, genau, das ist A-Modell, B-Modell, C-Modell, das B-Modell davon, Moment mal, der orangene Quad, das B-Modell davon ist auch ein Buggy, aber ohne diesen Einzylindermotor, der drin verbaut ist, können wir vielleicht ein bisschen, obala, jetzt habe ich das Mega-Hörnchen umgerissen. Egal, da ist ein Einzylindermotor verbaut. Wenn man es nicht sehen kann, dann ist es auch egal, weil ein Buggy wird ja eh nicht verbaut und so gesehen passt es doch, oder? Und es hat aber dafür eine Lenkung und eine Federung, aber kein Motor drin. Egal, auf alle Fälle. Der Creator Porsche das ist der Porsche, von dem ich rede. Vielleicht haben hier noch einige von euch. Das B-Modell davon, weiß ich nicht, würde ich eher sagen, ist der Sattelschlepper. Und das C-Modell davon ist der Radlader. Der hat ja auch einen Radlader als C-Modell drinnen. Lässt sich da auch nochmal von vorne schauen, da wo dieser Flügel da ist. Schauen wir uns noch kurz, bevor wir uns ein bisschen näher anschauen, zeige ich euch noch das, was ich eher für ein B-Modell halten würde. Immer wenn ich das Ding sehe, von Farben und von Formen und so weiter, von Proportionen, diese komischen Warnleuchten, sieht irgendwie total psychisch aus. Da schlafe ich immer total ein, wenn ich das Ding sehe. Da werde ich mal ganz gemütlich und kuschelig und es sieht einfach nur komisch aus. Aber ja, es gehört so. Ja, da waren noch ein paar echt geile Teile, wie zum Beispiel. Moment mal. Hey, gab es die damals auch schon oder wie? Ja, damals gab es auch schon scheinbar diese 1x4 Dinge da. Da sind jetzt in Schwarz gebaut, diese 1x4 Curved Bricks. Diese Dinge da. Für den Tank da. Also die hier. Es war doch richtig, ja. Also, die gab es damals scheinbar auch schon. Keine Ahnung. Und das wollte ich euch dann mal gezeigt haben. Und das gebe ich euch jetzt auch. Und das will ich euch jetzt auch mitgeben mit diesem Video. Denkt an die schönen Sachen zurück. Macht euch ein paar schöne Eselsbrücken und macht euch einfach die Zeit schön, weil die Regierung macht uns die Zeit zur Hölle. Die sind böse. Ist einfach so. Ich weiß nicht, warum die so zu uns sind. Da habe ich meine Setzteile nicht in die Tüte gelassen, habe ich die Tüte davon weg, weil, keine Ahnung, war einfach nicht so viel. Da waren mehr Ersatzteile drin. Genau, was davon übergeblieben ist, habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt, ne? Das ist davon alles übergeblieben. Ein hellgraues Stud, ein Trans Yellow Stud, ein grüner 1 Slope, so ein Griffding da, nein, so ein Pneumatikverteiler ist es, genauso ein schwarzer, so ein T-Teil. Ein hellgrauer Noppenpin, ein roter Akstopper, eine schwarze Kelle und eine hellgrüne, wollte ich sagen, Entschuldigung, nochmal eine hellgrüne 1x1 Fliese. So, ja, und ich finde es einfach nur so krass, ein Buggy ohne Federung, weil ich kenne Buggys nur mit Federung. Also wirklich nur mit Federung. Wenn ich es da versuche, dann kann ich drücken, wie ich will. Da passiert gar nichts.
Da biegt sich auch sonst nichts an diesem Kunststoff. Das ist einfach so. Und ach so, von diesem Construction Challenge, diesen Buggy verlinke ich euch als weiß in die Beschreibung. Habe ich schon gesagt überhaupt? Keine Ahnung, ey. Wenn nicht, dann habe ich es jetzt gerade gesagt. Und da kann man das Dach überhaupt nicht aufmachen. Geht nicht. Es ist nur über diese Scharniere da festgeklipst und das war es auch schon. Da passiert sonst gar nichts. Und es sind die Lichter vorne. Das sind bei Jace Buggy. Nein, Kai. Wie heißt der? Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Lloyd heißt er genau. Bei Lloyds Buggy, da sind vorne zwei so Fliesen und hinten auch, also in durchsichtig grün einfach und hinten durchsichtig klare Fliesen. Also Dots heißt es bei Lego genau. Weiß nicht, was es soll. Immerhin hat es eine Einzelfederung. Das finde ich schon krass. Und was noch? Rücklichter ist keine da dran. Überhaupt nicht. Haben wir aber schon durch, ne? Soweit ist so der angedeutete Motor. Und der, ach so, bei denen kann man übrigens das hochklappen, ne? Diesen Bügel. Das finde ich echt cool, weil das ist eine Funktion. Also keine Großfunktion, so eine Standfunktion, aber immerhin etwas. Und gefedert ist, da habe ich ja schon gesagt, ne? Ich glaube, die gehören so ein bisschen nach unten, oder? Ich weiß es nicht, ich glaube. Damit es so aussieht wie so ein wie sowas, oder? Das ist halt eben ein Teil. Ich glaube, das soll einfach nur das so darstellen, denke ich mal. Auf alle Fälle kann man da einfach nur den Flügel zwar auch verstellen, aber so komplett als ein ganzes Teil, so ein starres Teil halt eben. Und das kann man nicht aufmachen, da geht gar nichts. Da sind so schwarze Kellen als Rückspiegel einerseits, andererseits aber auch als genau, als A-Säule da verbaut, also ihr kennt die schwarzen Neuren sind, die kürzeren sind da und da verbaut. Und ja, da sind die Lichter vorne, so und so. Das war's. Rücklichter hat es auch keine, nein, gar nicht. Das sind nur rote City-Anhängekupplungen, die halt eben den Heckflügel, woran der Heckflügel fixiert wird, also in die beiden Zapfen da. Und ja, das ist auch schon alles. Sonst ist nichts groß daran. Das geriffelte Zeug kann man da ein bisschen bewegen. Es ist beim Traktor nur einmal verbaut, beim CD. Den habe ich da unten stehen, den hole ich jetzt nicht extra hoch, weil ich zu faul dazu bin. Ich habe keine Ahnung, was da die hellgrauen Noppenpins sollen. Kein Plan, echt. Ist einfach so. Und das gehört aber so. Wozu auch immer das gut sein soll. Also irgendeine Figur wollte ich noch da reinsetzen. Das habe ich aber vergessen, weil ich so beschäftigt war, die Porsche-Anleitungen zu holen. Was für eine Figur ich da reinsetzen wollte? Wollte ich den Lloyd da mal reinsetzen oder den Joker, glaube ich, wollte ich da reinsetzen, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendeine Figur wollte ich da reinsetzen. Ich weiß aber nicht mehr, was für eine Figur. Alles, was ich weiß, ist, dass ich diesen Buggy mit diesem Buggy irgendwie noch, mit diesem Go-Kart meine ich noch vergleichen, nicht verkehrt vergleichen kann. Weil die haben ja beide so einen silbernen Motor, so ein bisschen. Und auch so ein bisschen da, ja, und ja, soweit erstmal. Ja.
Jetzt habe ich aber echt vergessen, was für eine Figur ich da aus Spaß reinsetzen wollte. Aber ich glaube, ich komme auch nicht mehr drauf, oder? Egal. Das ist der Buggy ohne Federung. Also bei mir ist es hell, die Kamera macht es so dunkel, ich weiß nicht, was da los ist. Ah. Ich habe gerade getippt, dann wurde es ein bisschen heller, dann habe ich es noch ein bisschen hochgezogen, jetzt wurde es noch ein bisschen heller. Zusätzlich und ja, soweit hier erstmal. Genau, die kann man ein bisschen bewegen, aber ich glaube, die soll nach oben sein und es soll so waagerecht sein. Egal. Morgen sage ich euch, was ich dann am 2.1. alles besorgen werde. Ach so, das sind so dunkelgrau ML4-Achsen mit Stopp dran und die sind alle. Ja, was sind dafür? Ach genau, da sind so beige Achspins verbaut, obwohl die überhaupt gar nicht benötigt werden. Die können genauso gut blau sein, weil erstens sieht man die nicht, zweitens haben die auch keine Funktion. Die stecken einfach so starr drin. Also die könnten auch genauso gut hart drehend sein. Das sind eben nur mal leicht drehend, warum auch immer. Das müsst ihr euch bei allen vier so vorstellen. Ach, ich zeige euch mal die Anleitung davon. Weil ich habe keinen Bock, das irgendwie auseinanderzubauen, weil ich zu faul dazu bin. Darum zeige ich euch jetzt hier so eine Anleitung. Was will ich zeigen? Genau, wie die Räder fixiert werden. Und ich habe keine Ahnung, was es soll, aber ja, ist halt einfach so. Die beigen Achspins sind dann unten in diese 2x2-Platte mit Loch unten drin verbaut und ja, im unteren Teil von dieser 1x2-Platte mit diesem 1x2-Liftarm oben drauf kommt die dunkelgraue ML4-Achse mit Stopp durch und da oben drauf, also ganz oben, kommt dieser hellgraue Noppenpin rein, wozu auch immer der gut sein soll. Ich weiß nicht, wie das aussieht, das müsst ihr mir mal irgendwie erklären. Und da ist eine Menge an Spielerei in Sachen Bautechniken. Da sind echt wahnsinnige Bautechniken. Ich kann es jetzt nicht aufmachen, aber ich kann es. Also mit Gewalt kann ich schon aufmachen, aber ich bin halt eben nicht so gewaltsam. Das ist halt eben so meine Krankheit. Ich kann einfach nicht rumschlägern wie die meisten Männer und Kindergärtnerinnen, die es halt eben und Erzieherinnen und so weiter, die halt eben einfach mal so scheiße sein können, ja. Das ist einfach nicht meine Art. So sieht es von innen aus. Und so ein dunkelgrauer 2x1-Laub, dunkelgrauer 1x2-Fliese. Ja, da kann man die Figur reinsetzen, wenn man will. Das Lenkrad ist verstellbar, weil es nur an so einem Pneumatikverteiler dran ist. Es gibt auch Pneumatik-Konnektoren, die habe ich euch, glaube ich, gestern gezeigt. Was? Nein, gestern war das Milka-Video, genau, stimmt. Habe ich halt doch nicht. Ja, egal. Habe ich euch irgendwann mal gezeigt. Sind irgendwo Pneumatik-Konnektoren verbaut? Ja, bei der Vespa, aber kann ich jetzt gerade nicht zeigen. Habe ich sonst noch Pneumatik-Konnektoren über? Nö, habe ich gar nicht. Egal. Auf alle Fälle ist es ganz lustig gebaut.
Da habe ich schon ein bisschen Spaß dran gehabt. Was die Noppen da sollen, keine Ahnung. Ist mit einem Angriffspunkt, da habe ich echt mein Bestes dran gegeben. Ja, da waren ein paar Angriffspunkte gespielt, ein paar wiederum andere nicht. Die doppelten Auspüffe so. Und, oder sind es die Auspüffe? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gehört einfach so. Es ist schon richtig so, wie ich es gebaut habe. Genauso Gelenke, so Scharnier. Was auch immer das soll, keine Ahnung, ist einfach so. Fertig. Keine Diskussion, ich habe keine Ahnung davon. Einfach so, ich zeige es jetzt einfach nur. Genau, da sind die gespielten Angriffspunkte bei den grünen 2x1-Slopes und darum konnte ich die auch so schön verbauen, also so schön wegverbauen. Und dann noch so ein grüner 2x1-Slope, so wie da vorne auch. Und hellgrün 1x1-Fliesen sind genau da in diesen hellgrünen 1x2-Grillteilen verbaut und das ist schon cool gemacht, finde ich. Also, dass da so 1x2 Schrägsteine verbaut wurden, hellgrün hat einen Sinn, bestimmt. Ich weiß aber nicht, was wir haben. Beim Quad hätte es gar nicht sein müssen und beim Radlader hätte es auch nicht sein müssen, aber das ist gut für euch. Wenn ihr dieses Set habt, dann könnt ihr was Eigenes draus machen. Da habt ihr mehr Möglichkeiten, weil in allen drei Modellen, glaubt mir einfach, werden die 1x2 Schrägsteine nebeneinander verbaut. Warum auch immer. Aber jetzt habe ich ihn euch mal gezeigt, weil der gefällt mir irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich mag ihn irgendwie. Geiles Set, also den habe ich schon, den habe ich jetzt auch schon, aber noch nicht aufgebaut, den habe ich noch eingepackt, das machen wir im neuen Jahr irgendwann und den habe ich euch ja schon, ich habe euch ja schon alle drei Modelle davon gezeigt, genauso wie da auch schon bei diesen drei. Als ich den euch das erste Mal vorgestellt habe, habe ich euch alle drei Modelle vorgestellt. In weiteren Videos auch noch weitere so. Und als ich euch den vorgestellt habe, das erste Mal habe ich euch auch alle drei erstmal vorgestellt. Aber dann habe ich es nicht mehr zurückgebaut, weil es mir einfach zu umständlich war. Dann habe ich euch alle drei davon in 3 Tagen unterteilt gezeigt, weil es echt viele Teile sind und es ein bisschen dauert. Und dann habe ich euch, jetzt habe ich euch das dann noch gezeigt. Und ich baue den aber auch nicht um, weil kein Bock. Das Quad hat keine Lenkung und der Radlader hat keine Technikfunktion. Soll auch nicht haben, ich weiß aber trotzdem. Ja, ich bin blöd, ich weiß, aber ist halt eben so eine Macke von mir. Und ist gleich auch nochmal da aufgelistet. Also nichts Neues. Überhaupt nichts Neues. Wie oft habe ich was? Also alle davon habe ich jeweils nur einmal, weil die auch ein gutes Geld kosten und die sind doch ihr Geld wert. Also der hat mich schon echt sehr überrascht und also bei dem bin ich wirklich glücklich, den zu haben. Bei denen auch. Davon habe ich jetzt gerade das Milchhähnchen da. Der hat auch seine Haselnuss. Ja, ich weiß, es ist umgefallen, ist doch egal. Gebaute Haselnuss. Kann man da so. Ja. Egal. Also Federung ist da keine drin, keine Lenkung. Der Radlader gefällt mir, aber da muss man alles von Hand machen und das nervt mich da ein bisschen. Das ist genauso wie beim. Moment. Gleich. Oh. Den da. Da muss man auch alles von Hand machen und das ist doch gar nicht so stabil. Und ich weiß noch nicht, wie stabil der Radlader jetzt dann sein wird, also der hier. Egal, auf alle Fälle habe ich es euch jetzt mal gezeigt und Stilbild ist gut genug
habe ich schon gesehen und ja, genau. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, warum da so Noppen über sein müssen, genauso wie da. Ist einfach so. Nein, hinten wollte ich eigentlich zeigen, genau. Hinten sind ja auch so Noppen über. Da können auch so irgendwelche Slopes drin verbaut sein. Da können auch noch ein bisschen gefliest sein, aber egal. Der ist halt eben schön zugefliest, aber das hier sehr noppig, egal. Ist einfach so. Das sind die gleichen Teile, nur das kleiner und da ist ein Farbtonunterschied, aber sonst. Also da die und die. Und ja, soweit erstmal. Ach so, auch ein ganz seltenes Teil. Also was ich gar nicht so oft gesehen habe, dieses hellgraue Ding da. Ist da die Teilübersicht? Ja. Über den Auspüffen. Dieses hellgraue 2x2 Ding mit diesen zwei 1x2 Dings ist da an der Seite. Das da. Das meine ich damit. Ich versuche es euch noch ein bisschen größer zu zeigen und dann haben wir es geschafft mit diesem Video, oder? Gleich. Hey, da werden so Fliesenplatten verbaut. Und wo genau? Da oben, da. Ach so, ja, da sind so weiße 1x4 Fliesenplatten. Also Noppe, Fliese, Fliese, Noppe. Das ist das Weiße, da was man da sehen kann. Die sind da. Moment. Ja, genau, da diese. Unter diesen Heckflügel da, das Weiße da, über das Rote, unter das über diesen hellgrünen 2x1 Laub, oder? Nein, unter diese hellgrüne, keine Ahnung, wie viel Platte. Diese zwei Weißen da, das sind so einmal vier Fliesenplatten. Die sind einfach so verbaut. Die werden einfach so zugebaut. Aber erstmals Teil, was ich euch zeigen wollte. Dieses Teil ist sehr selten, finde ich. Also das da. Und dann zeige ich euch noch, wie es zugebaut wird. Dauert ein bisschen, weil erst von unten noch ein bisschen gebaut wird. Und da geht's los. Ach so, genau, die Fliesen haben doch einen Sinn, weil da wird sowas dran gesnoddet. Es wird dann so umgelegt und dann da, genau, die eine Fliese ist für die Clipsplatte da wichtig. Und für was noch? Ja. Genau, darum diese. Für was werden die noch alles verwendet? Ich schaue mir mal die anderen Modelle an, ob das überhaupt wichtig ist. Beim Quad, das ist doch cool, da kann man so eine Drohne draufsetzen, wie beim 10 € City Tierrettungsset. Dieses rote Quad für diese Lenkung. Beim Radlader sehe ich die weißen Fliesenplatten überhaupt nicht, also gar nicht. Ach doch, die werden aber wegverbaut. Einfach so. Da sind die einmal vier Fliesenplatten. Jetzt sind die weg. Keine Ahnung, was sie sollen. Ist einfach so. Egal. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und habt euch lieb und sagt in eure Familie. Das wollte ich auch mit dem Weihnachtsvideo schon sagen. Aussagen bei Heiligabend. Darum auch dieses Polybag-Set. Da wollte ich euch einfach nur
mit sagen, habt euch lieb und geht gut miteinander um und haltet euch bitte auf jeden Fall gegenseitig aus, damit kein Streit kommen kann. Schaut einfach friedlich miteinander zu bleiben, aber wirklich alle. Und wenn einige von euch mehr aushalten müssen als andere, dann tut es bitte, weil Hauptsache alles ist friedlich und Liebe ist einfach das Wichtigste. Seid gut zueinander und seid für eure Mitmenschen da und halt auch ein bisschen was für eure Mitmenschen aus. Lasst euch aber ganz wichtig nicht ausnutzen, aber seid auch für eure Mitmenschen da. Und ihr müsst halt eben viel miteinander reden und gut miteinander klarkommen. Und ich wünsche euch jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr und morgen sage ich euch, was ich einen Tag später dann alles kaufen werde. Erstmal so eine ersten Welle. Und das sage ich euch morgen dann. Bis